Leon Fiedler ist im dritten Lehrjahr und wird in wenigen Monaten sein Facharbeiterzeugnis in den Händen halten. Dann endet für den künftigen Fachinformatiker auch die immer ganze Wochen beanspruchende Pendelei zwischen seinem Arbeitsort Neuhaus am Rennweg und dem 80 Kilometer entfernten und mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichenden Erfurt. Denn dort findet sich die im Thüringer Berufsschulnetz für IT-Berufe vorgesehene Berufsschule. Das Hin- und Herkommen ist immer ziemlich schwierig, weshalb ich dort in einem Wohnheim schlafe und deshalb aber dann unter der Woche hier zu Hause keine Termine wahrnehmen kann, nicht auf Arbeit kommen kann, wenn mal was ist, schwierig Rücksprache halten kann mit meinen Chefs. Und das gestaltet die ganze Sache erheblich schwieriger, als es wäre, wenn ich jetzt in Sonneberg eine Schule hätte zum Beispiel. Wie viele andere Berufe, da fahre ich früh hin, komme nachmittags wieder und habe dann noch Zeit, alles zu regeln, was ich regeln muss. Aber hier muss ich dann eben immer alles verschieben, bis ich wieder da bin. Für die Ausbildung bei der GB Neuhaus hat sich Leon Fiedler aber wegen der für ihn hohen Attraktivität des Unternehmens trotz der schwierigen Ausbildungssituation entschieden. In anderen Fällen kann das ausgedünnte Thüringer Berufsschulnetz aber auch schnell zum Knockout-Kriterium werden. Wie uns die eigentlich viel zu intensiv in der Nachwuchsgewinnung engagierte Geschäftsführung berichtet. Dabei hätte die Region durch die Nähe zu oberfränkischen Berufsschulstandorten eigentlich doppelte Chancen. Wenn die Bürokratie nicht wäre. Wir haben einen Auszubildenden gehabt, der kam aus Coburg. Der hat auch bei uns im Bereich IT seine Lehre gemacht. Da haben wir einen Gastschulantrag gestellt. Das hat funktioniert. Aber eine Woche bevor der in die Berufsschule gegangen ist, hat er immer noch nicht gewusst, ob er nach Erfurt oder nach Lichtenfels muss. Wie lange hat denn das Verfahren eigentlich gedauert? Zwei bis drei Monate. Wie lange hat es denn gedauert und wie viele Ressourcen bindet denn eigentlich dann noch diese zusätzliche Bürokratieschwelle hier? Das ist sicherlich damals für unsere Personalleiterin, war das in Summe über die 2-3 Monate, waren das bestimmt 3 Tage, 2 bis 3 Tage, wo die sich mit dem Thema auseinandersetzen musste. Antrag stellen, hinterher telefonieren, fragen, wie jetzt der Stand ist und keine Entscheidung zu bekommen, das ist ja dann nochmal das Thema. Und das wird zunehmend schwieriger. Also heute ist es tatsächlich so, dass die Ausbildungsverträge auf einer Ausbildungsmesse zum Beispiel abgeschlossen werden. Sie müssen ad hoc in der Lage sein zu sagen, ja, dich nehme ich. Und der muss ad hoc sagen, ach klasse, ihr seid ja ein cooles Unternehmen, da will ich auch hin. Nur wenn ich dem sage, ja, aber, ne? Also ich kann ihm sagen, wie viel er verdient, ich kann ihm sagen, dass er arbeiten muss und wie lange er arbeiten muss, ich kann ihm auch sagen, dass er in die Berufsschule gehen muss und wie lange er in die Berufsschule gehen muss, aber ich kann ihm nicht sagen, wohin er in die Berufsschule gehen muss. Gastschulantrag lautet also in diesem Fall das Unwort. Und da länderübergreifend sind nicht nur die jeweiligen Schulämter, sondern gar die Kultusministerien federführend. Wenn am Ende aber dem Antrag fast immer stattgegeben wird, wozu dann das wochenlange Prozedere? Seit langem drängt die Wirtschaft hier auf Vereinfachungen, allein Greifbares scheint nicht erreicht. Stand im Moment ist der, dass Bayern und Thüringen, zumindest hier in der Region, darüber verhandeln müssten, dass das überhaupt kein Thema ist. Sondern in der Grenzregion plus minus 50 Kilometer oder 20 Kilometer, 30 Kilometer müsste schlichtweg die freie Berufsschulwahl sein. Dann haben wir damit überhaupt kein Problem. Das wäre die Lösung, die sofort dazu führen würde, dass ich verbindlich, egal ob derjenige aus Bayern oder aus Thüringen kommt, eine Zusage für eine Stelle geben kann, egal wo der dann später in die Berufsschule gehen muss. Das muss ja aber halbstaatsvertraglich geregelt werden, glauben Sie, das genau. Hinzukriegen? Das gibt's ja. Also das gibt's auch in anderen Bundesländern. Also das kann gar kein Thema sein. Entschuldigung. Aber in Zeiten, wo wir hier Landflucht in Anführungszeichen haben und uns um jeden Auszubildenden bemühen müssen, kann es nicht eine Frage sein, ob das gelingen kann oder nicht gelingen kann. Das muss gelingen. Punkt. Also da gibt's gar keine Vorgabe von Unternehmen. Wer kümmert sich darum? Darum kümmert sich die IHK. Vordringlich, hoffe ich zumindest, und als Lobby sozusagen, und kümmern muss sich da das Kultusministerium eigentlich, und zwar das von beiden Ländern muss sich da drum kümmern. Und was sagt die IHK zu dieser Problematik? Kümmert man sich intensiv um dieses Thema und in welche Richtung? Oder ist das, da nur eine Teilregion des Geschäftsbereichs betroffen ist, weniger prioritär? Welche Interessen sind hier noch tangiert? Wer spielt das Zünglein an der Waage? Warum dauert das so lange? Geht es auch um Geld?
Die Berufsschule hat ein eigenes Interesse, die Berufsschulverwaltung hat ein eigenes Interesse, die entsprechenden Ministerien haben ein eigenes Interesse. Alles berechtigte Interessen, das muss man so sagen. Also jedes Interesse ist berechtigt. Das wird man sicherlich begreifen, dass die Azubis uns im gesamten System ja nicht verloren gehen. Also derjenige, der sich entscheidet, er geht nach Gotha, obwohl er nach Kronach müsste, der belegt einen Platz in Gotha. Und umgekehrt, derjenige, der nach Gotha müsste und nach Kronach geht, der belegt halt in Kronach ein. Es werden aber durch diese Wahlfreiheit ja nicht weniger. Also die Anzahl der Bewerber im System bleibt die gleiche. Sehen das alle Spieler im System auch so? Ich vermute mal, Ihre Frage so zu verstehen, dass Sie wissen, es ist wohl nicht ganz so. Und daran muss man halt überzeugungstechnisch arbeiten. Ich meine, wie gut stehen denn die Chancen, dass Sie die Überzeugung herstellen, genau in dem Sinne zu Vereinbarungen zu kommen? Also ob es jetzt in der absehbaren Zeit bilaterale Vereinbarungen zwischen München und Erfurt geben wird, vergleichbar der sogenannten länderübergreifenden Fachklassen, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es in absehbarer Zeit, also mittelfristig in den nächsten 2-3 Jahren, beispielsweise die Verwaltungstechniker, die kennen ja den Begriff der ermessenslenkenden Weisungen. Also wenn diese ermessenslenkenden Weisungen jetzt so ausgelegt werden, also wenn der Bewerber aus Sonneberg nach Coburg möchte, dann lasst den Bewerber wissen, dass er es in Coburg antreten darf oder in Coburg antreten kann. Und wenn diese ermessenslenkenden Weisungen dann auch bekannt sind, also im Unternehmerbereich bekannt sind und auch bei den Berufsschulen bekannt sind, dann ist eigentlich ein ganz wichtiger Schritt in den Verfahren getan. Zusammengefasst, weiterhin Bürokratie und noch jahrelanges Warten auf einfachere Regeln, die im Übrigen nicht nur die Unternehmen erfreuen, sondern auch die Berufsschulen entlasten würden. Muss doch für jeden Gastschulantrag eine individuelle Stellungnahme von der abgebenden und von der aufnehmenden Berufsschule angefertigt werden. Das beansprucht uns und wir haben im Regelfall auch zu der abgebenden Schule keinen Kontakt. Also wie gesagt, es wird jetzt auf der Dienstweggeschichte, wie ich schon geschildert habe, wird eine Stellungnahme abgefordert. Wenn sie dann abgefordert wird, die fertigen wir aus. Aber die Schulen untereinander haben da eigentlich keine Korrespondenzen. Grundsätzlich denke ich, dass die entscheidenden Gremien, also staatliches Schulamt Südthüringen oder auch Ministerium, immer dort entscheiden, wo für den Schüler keine Nachteile entstehen. Also so, ich denke, ist der Handlungsgrundsatz. Natürlich wünschen wir uns als Bildungseinrichtung, dass wir so viele Schüler wie möglich bekommen. Wir kämpfen auch um jeden Schüler. Die duale Ausbildung ist in Thüringen eine Pflichtaufgabe, unterliegt natürlich bestimmten Gesetzmäßigkeiten wie einer Klassenmesszahl. Und wir kämpfen natürlich darum, dass wir die Schüler auch hier behalten können. Allerdings, wie gesagt, muss man ganz deutlich abwägen, entstehen an dem Standort für den Schüler entsprechende Nachteile, wenn man diesem Gastschulverhältnis nicht folgt. Aber nochmal, wir sind nicht die Entscheider an der Stelle. Wir können unsere Meinung dazu sagen. Die Entscheidung wird also im Schulamt oder im Ministerium getroffen. Für den Direktor der Sonneberger Berufsschule bereitet allein die Stellungnahme persönlich in Summe jeweils auch einen geschätzten Tag Arbeit. Zeit, die er eigentlich gerne anderweitig investieren würde. Insofern wäre eine Abkürzung des Verfahrens auch hier wünschenswert. Tendenzen in irgendeiner Papier- oder schriftlicher Form habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß aber, dass Bestrebungen da sind, dass die Ministerien sich in diesem Zusammenhang miteinander unterhalten. Ob dann gesetzliche Regelungen dort zustande kommen, das kann ich natürlich von hier aus nicht sagen. Ich habe ja schon gesagt, wir sind ein Dienstleister grundsätzlich für die Schüler, die zu uns kommen. Und wenn wir gefragt werden, fertigen wir natürlich entsprechende Stellungnahmen dazu an, das ist klar. Aber ansonsten sehe ich eigentlich dort Handlungsbedarf bei den Ministerien in Erfurt und München. Die müssen da, wie gesagt, wenn es da eine Interessenlage gibt, und ich glaube, die gibt es in der Region, die müssen sich, glaube ich, da miteinander unterhalten und da auch Abstimmungen finden. Bei der Fülle der Probleme, die dieser Fachkräftemangel, und das sehe ich immer wieder als übergeordnet, mit sich bringt, ist das ein Teilproblem dieser ganzen Geschichte. Wir sind eigentlich, sage ich mal, in allen, was man auf Fachkräftemangel beziehen kann, eine sehr innovative Einrichtung und versuchen, diesem Fachkräftemangel
wirkungsvoll zu begegnen. Immer unter dem Aspekt, wir sind Dienstleister für die Unternehmen. Wir sind nur ein ganz kleiner Baustein in diesem ganzen System. Wir sind digitale Pilotschule. Wir kämpfen an allen Fronten, was jetzt die Digitalisierung in Thüringen als Vorreiter auch betrifft. Während also Entscheidungen über ein Teilproblem der Ausbildungssituation eingefordert werden, drängt sich doch bei weiterer Analyse die Frage nach Lösungen prinzipieller, anderer Art auf. Es ist immer einfacher, das Bestehende zu verwalten, als das Zukünftige zu kreieren. Und das bedeutet immer, das Bestehende auch in Frage zu stellen. Das Bestehende in Frage zu stellen, ist im Moment gerade in unserer Gesellschaft nicht sonderlich modern. Das führt zu Ängsten, das führt dazu, dass die Leute nicht mehr wissen, wo sie überhaupt sich bewegen. Aber wenn ich mir anschaue, wie sich die Technologie in den letzten 15, 20 Jahren verändert hat und dass wir nach wie vor dieselben Systeme, dieselben Prüfungen, dieselben Schulen fahren, wie wir sie vor 50 Jahren schon gefahren haben, dann kann das eigentlich nicht Stand der Technik sein. Ich habe selbst meine Ausbilderbefähigung im Studium gemacht, 1987, 88. Die Ausbilderbefähigungsprüfung ist heute noch dieselbe, wie sie vor, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre es sind jetzt, ne, sind jetzt schon 30 Jahre, wie sie vor 30 Jahren war. Was hat sich in den 30 Jahren getan? Vor 30 Jahren haben wir noch ein Faxgerät gehabt als die Krönung der Kommunikationstechnologie. Heute hat überhaupt keiner mehr ein Faxgerät. Internet gab es noch nicht. Es gab keine mobilen Computer, keine Handys, gab es alles nicht. Ich kann heute alles hier mit so einem kleinen Ding machen und wir kriegen es nicht hin, die Technologie bei der Ausbildung unserer Kinder, unserer Jugendlichen, unserer zukünftigen Kollegen hier im Unternehmen auf digital umzustellen. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Digital heißt heute für die Politiker, wir bringen Laptops oder wir bringen iPads in die Schule. Sorry, das iPad haben wir auch hier. Die Schule muss dahin kommen, wo das iPad ist. Nicht das iPad muss dahin kommen, wo die Schule ist. Da ist ein Denkfehler. Und den zu beseitigen, das wird noch mal 5 bis 10 Jahre dauern. Aber spätestens die Lehrerarmut, die wir jetzt haben, also spätestens das Problem, dass wir keine Lehrer mehr haben, wird irgendwann dazu führen, dass man sich, irgendwer wird dann mal denken, ja, wenn wir keine Lehrer mehr haben, dann müssen wir die Ausbildung ja trotzdem irgendwie hinkriegen. Dann muss vielleicht die Ausbildung zu den Schülern kommen und nicht mehr die Schüler zur Ausbildung. Ob dieser Weg nun der ist, auf den sich die frisch gebackene digitale Pilotschule in Sonneberg gerade macht? Weit springen wird man nicht können. Das Thüringer Bildungsministerium spendiert dazu für 20 Schulen insgesamt 200.000 Euro.